Ja, und ich wollte gerade das Spiel starten und damit hallo und herzlich willkommen zu Palia. Da kam gerade eine Bekanntmachung. Willkommen zu Hause. Der Magi-Markt ist eröffnet. Ihr findet ihn jeden Abend von 18 Uhr bis 3 Uhr nachts Palia-Zeit. Achso, Palia-Zeit. Ich wollte gerade schon sagen, weil abends spiele ich eher weniger. Auf dem Festplatz von Kilima. Die Feierlichkeiten laufen noch bis zum 26. September. Also feiert mit, solange es noch geht. Alle weiteren Infos zum ersten Event findet ihr auf der Seite, auf der Homepage. Unser Palia-Almanach erleichtert den Einstieg, bla bla bla. Den Rest kennen wir ja eigentlich. Hilfe! Was ist das jetzt alles, was hier gerade aufgeht? Post, wichtige Waren werden per Post verschickt. Schau regelmäßig nach, ob du Pakete. Hier ist alles aufgegangen und wieder ausgegangen. Hilfe! Grundstückserweiterung kennen wir alles. Ja, haben wir auch schon alles mehrmals durchgemacht. Kochen auf dem Herd kennen wir auch alles. Haben wir auch schon alles durchgemacht. Ich weiß nicht, warum wir uns das jetzt nochmal alles angucken müssen. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, aber okay. So, wir haben jetzt 8 Uhr abends. Wir sind auf der Farm. Und schau mal kurz nach, was wir jetzt hier alles für Nachrichten bekommen haben. Ja, das ist die gleiche Nachricht, die wir im Endeffekt eben auf Deutsch gelesen haben. Warum die das dann nicht direkt auf Deutsch übersetzen können, keine Ahnung. Dann Hodari, du bist ein richtiges Bergbautalent geworden. Um das zu feiern, habe ich eine Kleinigkeit vorbereitet, falls du mich besuchen möchtest. Ich weiß es ja nicht, er hat mich ja verschmäht. Erwarte aber nichts Ausgefallenes, okay? Ja, cool, dann gehen wir zu ihm auf jeden Fall auch nochmal hin. Von Zeki haben wir eine Münze bekommen, wie schon so oft. Tisch, ich denke, Sie sind endlich bereit, einige wirklich aufregende alte Rezepte in Angriff zu nehmen, die ich gefunden habe. Sie basieren auf dem Drachen und sind für mich etwas ganz Besonderes. Ich kann es kaum erwarten, es euch zu zeigen. Ach, immer dieser Wechsel zwischen du und sie und überhaupt. Es ist grauenhaft. Wieso habe ich jetzt ein Rad hier drin? Ach so, weil das an der Wand hing, glaube ich. Weil. In eurer Abwesenheit, wo ich jetzt nicht aufgenommen habe, wie man sieht, habe ich schön was gebaut. Ich gehe mal eben so ein bisschen von hier aus, da könnt ihr das Ganze sehen. Allerdings ist es nicht so groß, wie es vielleicht jetzt den Anschein macht. Aber es sieht doch schon mal richtig toll aus. Ich werde mir da auch mal eben ein Erinnerungsfoto von machen. Schon mal so ein bisschen so. Ja, wissen wir, haben wir alles schon gemacht. Ich glaube, ich mache die Tutorials bald weg. Warum wiederholt er jetzt hier alles, was wir alles gelernt haben in den letzten, weiß ich nicht, 30, 40 Folgen oder so? Eine neue Sache. Wir haben hier dieses, wie hieß das jetzt? Also die Einmachgläser, Zementierungsfass oder so? Ich bin mir nicht sicher. Ach genau, die Kartoffeln müssen da rein. Die haben wir auf jeden Fall neu dazu. Jetzt muss ich mal eben schauen, könnte ich eventuell. Ich kann jetzt keine Kartoffel ernten, ne? Obwohl ich mich schon so oft jetzt um das Feld gekümmert habe, ist jetzt noch nichts Neues da. Das finde ich nicht gut. So. Ich wollte eigentlich direkt mit euch raus, aber wenn ich jetzt gerade hier schon mal stehe. Fürchte ich, dass ich mich mal eben ums Feld kümmern muss. Wie viel haben wir denn davon bekommen? Oh, 22 und 4 nochmal mit Stern. Ich würde sagen, der Dünger hat so richtig reingehauen. Sehr, sehr geil. Also ich habe immer mal wieder mit Dünger gedüngert oder wie auch immer das heißt. Damit man mehr Erträge bekommt, gerade bei. Hallo. Gerade bei der Baumwolle war mir das sehr wichtig, weil ich die ja zu Stoff verarbeiten wollte und das immer noch möchte. So, dann werden wir mal eben ganz schnell hier alles wieder neu machen. So. Die eine Ecke hier oben auch noch. Wie ihr schon hört, ich bin leider immer noch erkältet, aber es bleibt einfach nicht aus. Bei dem Wetter, weil im Moment ist es nur regnerisch und man weiß überhaupt gar nicht mehr, was man so mit sich anfangen kann, außer ja, dass man sich wirklich erkältet. So, haben wir noch Kartoffeln? Hätten wir noch, aber wir können keine Kartoffeln. Warum auch immer.
Die Kartoffeln immer noch nicht. Jetzt ist das so lange her, dass ich hier drin war. Und ich habe auch immer wieder fleißig mitgearbeitet, dass ich wieder gewechselt habe und alles. Und trotzdem kann ich es immer noch nicht stellen. Na toll. Naja. Egal. Wir machen das jetzt mal eben. Machen wir die Sternchen-Dinger noch rein. Dann haben wir nämlich die. Ach so, die können wir noch nicht machen. Dann haben wir nämlich die schon mal weg. Achso, nee, ich dachte, die könnte ich jetzt nehmen. Können wir leider nicht. So, das tun wir jetzt wieder rein. Dann normale Baumwolle tun wir rein. Die brauchen wir ja noch zum Umwandeln. Das mit dem Wagenrad muss ich drin mal gucken, was sich da jetzt getan hat. So, dann müssten wir hier erstmal wieder ein neues reinmachen für die Würmer. Keine Ahnung, warum da eins drin ist. Nein, die Säcke, die haben das jetzt erhöht. Jetzt auf einmal braucht man nicht mehr zwei, sondern drei Tomatensamen. Ich glaube, Takt. Kartoffeln weiterhin nur eins. Ja, wie gesagt, dann sind die Kartoffeln eigentlich besser. Nur die Tomaten kann sein, dass man die schneller ernten kann. So, das heißt, sie wollen also unseren Gewinn schmälern. Ja gut, wird halt alles jetzt natürlich absichtlich gemacht, damit man weniger verdient und weniger erhält, wenn man grindet. Finde ich sehr, sehr, sehr schade, bin ich ganz ehrlich, weil ich verstehe die Absicht dahinter, dass man möchte, dass man halt eben länger spielt. Aber das funktioniert nicht, bin ich auch ganz ehrlich. Weil die meisten Leute sagen sich dann, nee, so habe ich halt keine Lust da drauf und das war's dann. Hier ist nichts drin. Doch, da ist doch was drin. Und spielen dann das Spiel irgendwann gar nicht mehr. Und das ist halt dann die große Gefahr, die dann dabei ist. So, warum kann ich das jetzt nicht ins Lager tun? Hallo, wieso? Ich glaube, das Spiel hat sich gerade aufgehangen. Ja, ihr Lieben, da hatte das Spiel wohl etwas dagegen, dass ich den Leuten erzähle, was andere Spieler mir so mitteilen. Ich wollte eigentlich nur ins Inventar gehen und mal eben was nachgucken. Ehrlich gesagt weiß ich jetzt schon gar nicht mehr, was ich nachgucken wollte. Ja, mach doch nicht wieder alle Dinger wieder von vorne. Das wird langsam nervig hier. So, das kann alles weg. Das Inventar ist voll. Ich bin mir nicht sicher, warum. Gegrillter Pilz, gegrillt. Wieso habe ich hier gegrilltes Fleisch? Eigentlich durfte ich das gar nicht drin haben, aber okay. So, dann wollen wir Stoff herstellen. Den schieben wir schon mal da rein. Das sind 5, 6, 7, 8, 9. So, dann haben wir insgesamt 10. Das lassen wir mal drin, damit wir auch noch ein bisschen Platz haben. Allerdings nicht allzu viel, oder? Na, doch, das geht noch. So, was ich eigentlich am Erzählen war, ich finde das so geil, dass man hier so reingucken kann. Ne? Was ich eigentlich am Erzählen war, ist, dass ja, viele schon mit mir drüber gesprochen haben, dass sie halt keine Lust haben, wenn man immer weniger dafür bekommt, wenn man schon dieses langweilige Grinden mitmacht. Weil sie möchten dann halt auch entsprechend mehr haben. Ich zeige euch so mal im Hintergrund, was sich hier alles so getan hat, was ihr noch nicht gesehen habt. Und ja, ich bin ganz ehrlich, ich kann es auch verstehen, weil Grinden ist bei Spielen immer das Langweiligste, um es mal vorsichtig auszudrücken. Dass man dann irgendwann keine Lust mehr darauf hat, kann ich absolut nachvollziehen. So, das versuchen wir mal so ein bisschen mittig zu hängen. Vielleicht ein bisschen höher. Da hing das nämlich eigentlich an der Wand, aber irgendwie, obwohl ich das hier dran gemacht habe, hat er das dann auch weggemacht. Keine Ahnung. Also ich wollte hier auf jeden Fall überall im Haus viel Grün haben. Man merkt das vielleicht noch nicht so richtig, weil halt die vielen Pflanzen, die ich mir alle so schön erstellt habe, hier so ein bisschen, ja, verstreut drin sind und noch nicht so viel Grün zeigen. Ich muss mal gucken, wie ich das mache. Also im Moment ist es ja so, dass da hinten die Küche ist.
eigentlich haben wir ja nicht viel, was wir machen können. Vielleicht haben wir noch ein paar Sachen für einen Hobbyraum oder so. Aber das kann man auch hier so in die Ecken reinstellen, weil es halt nicht wirklich viel ist, was wir haben. Deswegen muss ich da mal schauen. Aber mein Ziel ist auf jeden Fall, das Haus ein bisschen zu vergrößern. Ich würde auch gerne nach Möglichkeit, ich hoffe, dass der mich jetzt nicht wieder rauswirft, weil wir ja so ein riesiges Grundstück haben, würde ich auch gerne nach Möglichkeiten statt dieses provisorische Zelt, was ich jetzt für die Gäste gemacht habe, vielleicht hier hinten oder so in der Ecke nochmal ein neues Haus bauen. Weil den Eingang kann man ja auch kaufen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und dann einfach da hinten so ein kleines Häuschen so als Gästehaus hinstellen. Und hier muss ich mal gucken, dass ich da vielleicht komplett ausbaue. Ich weiß nicht, ob man hier so diese Sachen wie die Schmelze und so, ob man das auch alles eventuell ins Haus reinstellen kann. Das würde natürlich wesentlich cooler aussehen, als hier draußen alles stehen zu haben. So, ja, da wir jetzt nichts bekommen haben in Sachen Kartoffeln oder ähnliches, würde ich sagen, gehen wir jetzt schon mal rein ins Dorf. Und dann schauen wir mal wegen dem Event. So, zack, einmal nochmal die Leiste auffüllen. Oh Gott, so viele Leute habe ich, glaube ich, noch nie gleichzeitig im Palia gesehen. Ja, Fokusbalken ist ganz toll. Ist ja auch nichts, was wir jeden Tag seit zig Folgen alles schon kennen. Ich weiß auch nicht, warum das jetzt alles da drin ist, aber ich denke mal, dass es wirklich für neue Spieler einfach nur ist, dass das ein bisschen vereinfacht sein soll. Ich habe aber keine Ahnung, wo das... Ach, das war, glaube ich, nicht hier, oder? Hatte man uns das nicht mal erzählt? Questziel? Was für ein Questziel? Gut, die anderen... Nee, die anderen schlafen nicht. Moment, dann gebe ich das mal eben in der Stadt noch ab. Aber das ist nur bis 3 Uhr morgens, ne? Mit diesem komischen Event. Wo ist sie denn jetzt hin? Hä? Ach so, die ist am Schlafen. Ach so. Dann geht das nicht. Aber um 1:30 nachts, warum der Badru dann noch online ist, wollte ich gerade sagen. Warum der dann noch wach ist, weiß ich nicht. Ja gut, sie ist schon mal häufiger wach. Ich dachte eigentlich, die gehen irgendwie so gegen 10 oder was ins Bett. Keine Ahnung. Ich hoffe, ich erwische den auf jeden Fall vorher noch. Weil... Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, können wir nämlich bald endlich Apfelbäume anpflanzen. Vorausgesetzt, dass er sich unserer erbarmt. Und mit... Nein! Nein! Badru! Nein! Nein! Dein Garten ist wirklich exquisit geworden. Ja, ich kenne auch hochgestochene Wörter. Das war heute Morgen im Kreuzworträtsel. Ich habe auch exquisite neue Sachen in meinen Rezeptshop. Schau doch mal rein. Möchte ich gerne. Und es sind keine Bäume dabei. Wieso sind keine Bäume dabei? Apfelbaumsamen nicht erfüllt. Wollt ihr mich denn veräppeln? Ach so, Gardening auf Stufe 10. Ach, dann hatte er nur die Pläne für die Hacke und für die Gießkanne. Ja gut, die würde ich auch gerne machen. Aber muss ich jetzt nicht unbedingt haben. 5 Bretter brauchen wir dafür und 2x Palium. Ja, das Palium ist halt eben das ganz große Problem. Ja... Wir lassen es mal sein. Och, jetzt können wir hier nicht raus, weil wieder dieses blöde Tutorial da reinspringt. Das Zimmer von Chitten mit Badru. Carrot for some seeds? Ah, sehr schön. Also das lese ich mir jetzt nicht durch, aber sehr, sehr geil. Und mit der linken Maustaste kann ich jetzt sogar mit ihr sprechen. Ja, cool. Dann haben wir endlich mal das Level, womit wir dann durch die Tür sprechen können. Das ist ja richtig geil. Jetzt haben wir nur ein Problem. Unser Questziel ist ein ganzes Stück weit hinten. Und das werden wir nicht mehr schaffen bis 3 Uhr. Also das ist ja wirklich eine doofe Zeit jetzt hier, die gewählt haben für so ein Event. Tagsüber wäre natürlich schöner gewesen. Oh ja, genau. Man drückt einmal drauf und dann geht das zack, zack und schon ist das Ding weg. 600 Meter. Nee, das schaffen wir nicht mehr. Ich
komme ich auch gar nicht rum. Wir probieren es natürlich trotzdem, weil hätten wir es nicht probiert bei Badru, hätten wir nicht mit ihm sprechen. Wir hätten doch mit ihm sprechen können. Das haben wir jetzt festgestellt, aber ja, ihr wisst, was ich meine. Wenn man es nicht probiert, dann kann man auch nicht wissen, ob es funktioniert oder nicht. Ich laufe jetzt einfach trotzdem hin. Ich hoffe einfach nur inständig, dass man vielleicht zumindest schon mal was machen kann, dass man mit jemandem reden kann oder so. Und ja, oder sich vielleicht mal was angucken kann, wie das da aussieht oder keine Ahnung was. Ich meine, solche Events finde ich persönlich in Spielen eigentlich eher, ja, langweilig ist das falsche Wort. Überflüssig, ich persönlich auf jeden Fall. Wie gesagt, ist jetzt nur meine Meinung, weil ich Events nicht gerne mache. Es sei denn natürlich, das sind Events, wo man auch wirklich was von hat. Also wo man, was weiß ich, neue Kleidung freischalten kann oder Begleiter freischalten kann oder solche Sachen. Das haben die ja bei Teso zum Beispiel. Da kann man sehr oft tolle Sachen dann freischalten, wenn man Events macht. Wenn man sie zum ersten Mal macht. Wenn man sie später macht, dann, also nochmal machen würde, dann eher nicht. Ist das so ein eigener Bereich, wo man hier rein kann oder wie? Sie haben den Magi Market besucht. Aha. Ist aber nicht viel los hier. Hallöchen, Esche. Dich klicke ich noch mal eben kurz durch. Die meisten habe ich gebilligt. Einige wenige habe ich aus verschiedenen Gründen abgelehnt. Unter anderem wegen Bestechung. Wie Bestechung? Sie waren überrascht, wie weit Menschen gehen, um ihren Willen durchzusetzen. Ja, könnte ich mir bei ihr gut vorstellen. Zu ihrem Pech war ich noch nie der Typ, der sich den Willen anderer gebeugt hat. Nö, bin ich auch nicht. Bin auch immer ziemlich gut so durchs Leben gekommen. Kenyatta, hallöchen. Es stellte sich also heraus, dass Gartenarbeit scheiße ist und ich sie hasse und nie wieder machen werde. Ich weiß, es ist langweilig. Ich bin schockiert und erstaunt. Klar ist das irgendwo langweilig, auch wenn es natürlich schön ist, sich dann die Ergebnisse anzugucken. Aber klar, die Gartenarbeit an sich ist natürlich irgendwo ein bisschen langweilig. Nicht wahr? Soll ich etwa einfach nur da sitzen, dem Gras beim Wachsen zusehen? Also Gartenarbeit ist nicht mein Ding. Das ist in Ordnung. Es gibt viele andere Dinge, die man ausprobieren kann, oder? Was machen die Menschen sonst noch so? Hast du mal versucht, Kleidung zu entwerfen? Klamotten, hm? Ich meine, ich habe sie immer gerne gekauft. Ja, ich denke, das könnte was für sie werden. Yeah. Ja, warum nicht? Ich kann Jell bitten, mir morgen ein paar Tipps zu geben. Wie sieht die eigentlich auch aus? Was hat die denn hier? Einen Schlafanzug oder was? Es ist sowieso so schwer, hier draußen etwas in meinem Stil zu finden. Da wäre es vielleicht ganz nett, wenn ich meine eigenen Sachen machen könnte. Yes. Danke, Gameplayerin. Du bist gar nicht so schlecht, weißt du? Klar weiß ich das. Oh. Ja, es ist schön, draußen zu sein, weißt du. Manchmal vergesse ich, wie interessant die Welt ist. Ich bin mir zum Beispiel ziemlich sicher, dass ich dort drüben einen knurrig aussehenden Käfer gesehen habe. Ja. Warum kann ich dich nochmal ansprechen? Willkommen in der Chapa-Hütte, dem besten Ort für Chapa-Mamf. Was darf es sein? Was machst du? Blinzle zweimal, wenn man dich als Geisel hält. Haha, sehr lustig. Ich weiß, wie man sich aus Seilen befreit. Mich entführt man nicht so schnell. Nein, meine Lage ist schlimmer. Das ist für meinen Vater. Als Mutter auf Idee mit diesem Markt kam, war Papa vor Begeisterung total aus dem Häuschen. Er hat wochenlang nur von diesem Stand geredet. Oh, das war wirklich süß von ihr. Aber warum kümmert er sich nicht selbst darum? Ja, gute Frage. Machst du Witze? Hast du meinen Vater getroffen? Okay, also könntest du mir vielleicht ein bisschen helfen, statt nur herumzustehen? Ich sitze hinter diesem Wagen fest, bis der Markt schließt, aber ich bin verhungert und alles, was wir hier haben, sind diese Eiscreme-Dinger. Vom Wagen da drüben geht dauernd ein leckerer, fettiger Geruch rüber. Kannst du mir etwas zu essen holen? Hier, kauf dir selbst auch was, aber beeil dich, ja? Sonst sterbe ich noch vor Hunger. I had better things to do anyway. Ja, dann lauf doch nicht weg. Aber die hat auch so ein komisches Kostüm an. Ist das so ein Pikachu-Kostüm oder so. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Aber es ist auf jeden Fall sehr leer hier. Aber ich gehe mal stark davon aus, dass das tatsächlich nur damit zu tun hat, weil wir jetzt so spät gekommen sind. Aber man muss ja trotzdem... Ach
Gott, Chapas in riesiger Knabberform oder was ist das? Hallöchen, ich bin das Gameplayerin Chapa. Oh nee, schade, dass man davon jetzt keine... Och, sowas will ich für zu Hause haben. Dass man davon keine Fotos machen kann. Und dass ich hier nichts anklicken kann. Das ist doch eine Schweinerei. Ist doch egal, ob die Leute da sind oder nicht. Soll das Eis sein? Ach du Schande, warum ist das alles so riesig hier? Wollen die irgendwelche Riesen damit füttern oder was? Das ist ja heftig. Können wir hier was machen? Schlagzeug spielen, yay. Ja, also viel kann man hier auf jeden Fall nicht machen. Vielleicht kann man hier angeln. Oh. Da ist das nächste Bild, was wir haben. Das sieht total süß aus irgendwie. Oh, ja. Schade, dass man, wie gesagt, keine Screenshots... also Screenshots, ja, aber keine Kamera-Shots hier machen kann. Warum lassen die einfach ihr ganzes Essen liegen und hauen dann ab? Was ist das für eine Sauerei? Das sind so viele leckere Sachen. Oh, Leute. Ist das euer Ernst? Und das alles lassen die einfach stehen. Schweinerei. Oh, Moment, da hinten leuchtet. Achso, das ist wieder so ein... Der hört sich aber gleich an, oder? Ja, das sind die gleichen. Ja. Ist ein tolles Fest soweit. Ich weiß, wir sind jetzt komplett zur falschen Zeit gekommen. Wir gehen auf jeden Fall auch nochmal hin, wenn alle da sind. Aber ich möchte mich trotzdem hier mal so ein bisschen umschauen erstmal. Ich finde das so... Ach, da kann man dann... okay, verstehe. Hier war doch gerade irgendwas. Ich habe doch gerade irgendwas hier gehört. Ich weiß es nicht. Sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Ich muss nochmal eben gucken. Wir sind jetzt hier unten. Ach so, das ist jetzt eine völlig eigene Karte im Endeffekt. Chapar Hut. Hier steht doch alles drauf, was wie wo ist. Ah, deswegen auch der Durchgang, weil das eine ganz eigene Ebene ist. Verstehe. Schade, dass man hier nichts abbauen kann. Werkzeug reparieren. Ja gut, ich habe jetzt natürlich kein Reparaturset dabei. Das stimmt schon. Kann man auch nirgendwo rein. Man kann sich umziehen. So ein Ding wäre ganz cool. Oben scheint auch noch irgendwas zu sein. Oder ist das nur so ein Ding zum Hinsetzen wahrscheinlich, ne? Ich glaube nicht, dass man da irgendwas machen kann. Ich dachte, vielleicht ist hier eine Drachenstatue oder irgendwas, aber... Sieht nicht so aus. Ja, aber sieht eigentlich ganz cool aus. Also wie gesagt, ich persönlich mag Events in Spielen überhaupt nicht, weil man meistens nichts damit anfangen kann. Das sind dann irgendwie so ein paar belanglose Sätze, die dann eingefügt werden. Aber bei den meisten Spielen, ja, bekommt man halt nichts. Und ich weiß nicht, wie es hier ist. Ich will jetzt nichts Falsches sagen oder einen falschen Eindruck vermitteln oder so. Achso, das ist eine Kerze. Deswegen werden wir auf jeden Fall dann nochmal, ja, ich wollte gerade sagen, bei Tag vorbeischauen. Aber bei Tag ist das Ganze hier geschlossen. Auf jeden Fall scheint man hier wieder ein paar Quests zu bekommen und wahrscheinlich dann auch die Beziehungen zu verbessern. Beziehungsweise verbessern zu können. Warum stehst du jetzt hier so neben mir? Willst du mich veräppeln? Sobald ich den Bogen ziehe, ist er weg. Oder auch nicht. Okay, ich glaube, ich hatte das noch nie so leicht, so ein Viech zu fangen. Och, herrlich heute, herrlich. Okay, dann würde ich sagen, dass wir für den Rest der Folge noch die Quests soweit abschließen, die wir machen können, beziehungsweise die Leute, mit denen wir noch reden können, eben noch aufsuchen. Und wie immer, wenn ich hier vorbeikomme, doch, da hinten ist einer. Ich wollte schon sagen, wie immer, wenn ich hier vorbeikomme, ist mal wieder keine der wichtigen Blumen hier. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie immer das Problem, also nicht immer, aber sehr oft das Problem,
von 3 Runden, die ich hier um den See mache, ist es in der Regel tatsächlich so, dass ich bei 2 Runden nichts bekomme. Wir haben jetzt sogar schon 2 Blumen hier. Wow, das ist fast mehr, als ich normalerweise in einer Runde habe. 2 Blumen bekommen. So, ich lasse jetzt mal mit ganz schlechtem Gewissen das Kupfer hier überall liegen. Es sei denn, es wäre jetzt so ein Riesenteil, aber... ja, lass den Kuchen fallen, können wir ja immer noch nicht machen. Ich habe immer noch Hoffnung. Och, geh mir nicht auf den Sack mit deinem Tutorial. Ich sag jetzt, die sollen mir kein weiteres machen hier. Funktioniert wahrscheinlich nicht. Gemeiner Blaufalter. Blaubeerkuchen. Ich brauche immer noch den Blaubeerkuchen. Ich habe jetzt schon fast eine Woche lang Blaubeerkuchen angefragt. Wieso gehe ich eigentlich nicht aufkochen? Das war der Blaubeerkuchen. Aber keiner möchte mir Blaubeerkuchen geben, damit ich mit der Quest endlich mal weiterkomme. Es ist so frustrierend. Und leider, leider hat dieser Idiot, also das System, meinen Blaubeerkuchen ja an Auni gegeben. Ohne, dass ich das mitbekommen habe, beziehungsweise erst zu spät mitbekommen habe. Auf diesen Tag freue ich mich schon eine Weile. In der Ausbildung müssen junge Tischler ein perfektes Abbild eines Drachen schnitzen, bevor sie einen eigenen Laden eröffnen können. Als ich an der Reihe war, habe ich vielleicht ein bisschen übertrieben und eine ganze Sammlung angelegt. Aber ich denke, du bist bereit, die Aufgabe zu übernehmen. Hol dir einfach die neuen Rezepte aus dem Laden. Was haben wir denn für neue Rezepte? Ich habe nicht so viel Geld im Moment. Glockenblumensessel. Ja, ja, ihr habt sie doch nicht mal alle, dass ich hier mit Palium und so ein Quatsch, ne? Also, hallo? Das Bett sieht ja schon sehr schön aus. Das Mondsuchtbett finde ich auch, denke ich, cool. Ich weiß es nicht. Aber die ganzen neuen sind jetzt nur noch mit dem Kram drin. Na, das ist ja doof. Brauchen wir gar nicht mehr zu ihr zu gehen. Dann lohnt sich das ja nicht mehr. Ich kann es kaum erwarten, heute Abend auf dem Magiemarkt zu sein. Du wirst doch auch da sein, oder? Ich war gerade da, aber ihr habt mich ja alle verlassen. Ich werde mal sehen, ob ich es schaffe. Ja, ich sag mal, ich werde da sein, ganz sicher. Weil wir müssen ja einmal auf jeden Fall hingehen und mal gucken, wie es dann aussieht, wenn auch Leute da sind. Wir sehen uns dort. I'll see you around. So, nochmal kann ich nicht mit ihr sprechen. Ich müsste doch eigentlich... Meine ich doch, wieso wird sie mir nicht angezeigt? Jetzt da oben... Ich finde das manchmal ein bisschen extrem verwirrend, weil dann Sachen angezeigt werden, wie jetzt zum Beispiel das hier, was viel weiter weg ist, aber so Sachen, wo man die Quest abgeben muss oder sowas, die werden dann nicht mehr angezeigt auf einmal. Also es sei denn, man markiert sie. Did you need something? Wenn du in... Achso, ja, das sagt ihr immer. Hier sind die Bücher. Hm. Interessant. Ja, das dürften die Bücher sein, die ich ausgeliehen habe. Sie sind bei ihrer Suche auf keine anderen Bücher mit Extras gestoßen. Vielleicht hat eine dieser Personen 2 ausgeliehen. Suchst du nach etwas Bestimmten? Das geht dich nichts an. Die Tätigkeit einer Bibliothekarin umfasst eine gewisse Verschwiegenheit. Aber ich nehme an, du erwartest eine Art Bezahlung für deine Arbeit. Hier, das sind einige Säumnisgebühren, die ich eingetrieben habe. Ich hoffe, das genügt. Okay, sie bezahlt mich in Leder, auch nicht schlecht. Wusstest du, dass ich früher die Leiterin der Bibliothek des Großen Rates war? Aha. Ganz genau, damals, als ich noch in der Hauptstadt wohnte. Das waren Zeiten. Ist aber kein neues Buch, was man irgendwie lesen kann oder so hier, ne? Ich glaube, sonst hätte sie mir das auch schon gesagt. Ja, dann haben wir noch irgendwas, wo wir was abgeben können oder was machen können. Eigentlich haben wir nur noch hier dieses eine. Hodari ist nicht da, oder? Hodari wollte doch, dass ich zu ihm komme. Der ist aber nicht auf dieser Karte, wenn ich das richtig sehe. Dann gehen wir da nochmal eben schnell hin. Weil mich schon interessiert, was er jetzt genau von mir möchte. Und danach, ich verspreche es euch, werde ich die Folge erstmal beenden, weil es doch sehr, sehr lang jetzt wieder geworden ist. Naja gut, das ist irgendwie alles heute so ein bisschen daneben, ne? Der Markt ist komplett leer. Aber ist schon cool, dass wir zumindest trotzdem reinkamen. Auch wenn wir jetzt wahrscheinlich nicht mehr nochmal reinkommen würden.
Ja, und dann direkt aus dem Haus rausgeflogen, keine, weiß ich nicht, 3 Minuten, nachdem ich mich eingeloggt hatte und so. Also das ist schon alles ein bisschen komisch heute. So, Hassian, Hallöchen. Nein, Tau, ich wollte mit Hassian sprechen. Meine Mutter hat versucht, mich zu überreden, mit ihr auf den Maji-Markt zu gehen. Das wollte ich auch, bis ich hörte, dass einer der Stände Chapawan verkauft. Es gibt nicht nur einen Streichelzoo, sondern auch Leute, die mit Chapas spielen. Ich verstehe nicht, wie man sie feiern kann, wenn sie eine ständige Bedrohung für unser Ökosystem sind. Ja, sagen wir mal nichts zu. Auch wenn ich ihn vorlese, da kriege ich irgendwie immer so ein bisschen so Depri-Stimmung. Ich weiß auch nicht. So, dann. Warum ist Hassian jetzt auf einmal wieder hier? Der war doch gerade noch hinter mir. Ist der gebrochen oder was? Wollt ihr mich hier eigentlich alle veräppeln? Was könnt ihr sonst wem erzählen? Der ist wahrscheinlich hier oben am Haus oder lief der unten rum? Ich bin mir gerade nicht sicher. Nee, der lief hinten rum. Okay. Beziehungsweise vielleicht stand er ja auch da. Ja, er steht da drin, glaube ich. Hallöchen! Du solltest die Liebe meines Lebens werden in diesem Spiel und du hast mich abgelehnt. Gone. Ich kann nicht gut mit Worten umgehen, aber bei solchen Gelegenheiten sind sie angebracht. Was, wenn er mich abserviert? Also, gute Arbeit. Ich bin stolz, dich einen echten Bergmann von Kilimar nennen zu dürfen. Du bist offiziell willkommen in der Gilde der Bergleute. Du hast jetzt auch Zugang zu besonderen Gegenständen im Gildenladen. Du bezahlst sie mit speziellen Medaillons, die du bekommst, wenn du deine Fähigkeiten weiter ausbaust. Du hast doch nicht gedacht, dass du fertig bist, oder? Ihr könnt diese Medaillons auch bei wöchentlichen Gildenherausforderungen bekommen. Ich weiß nicht viel über sie. Najuma stellt sie auf. Ehrlich gesagt, ich weiß auch nicht viel über sie. Ich weiß nur, dass ich sie hin und wieder mal mache, ohne dass ich das überhaupt mitkriege. So, ja, die Goldbarren, die wollte ich eigentlich. Ach so, das ist Silberbarren kaufen. Ich wollte gerade sagen. Erlesene Spitzhacke, die wäre natürlich nicht schlecht. Die reizt mich, was ich nicht gut finde, weil ich wollte mir eigentlich einen Kamin kaufen. Also nehmen wir die mal mit. Aber die Goldbarren will ich auch endlich mal machen, weil ich habe Golderz, habe ich da. Minenarbeiterplakette. Okay. Tapete, Minenarbeiter-Amboss, den kann man nicht richtig sehen. Eignet sich ideal für deine Steinsammlung. Ach, vielleicht muss ich da die Steine reintun, die ich plötzlich bekommen habe, nachdem ich die Quest mit dem Einor gemacht habe. Also hier diese Steinsammlung. Dass ich die da reintun soll. Das kann natürlich sein, aber da müssen wir erstmal ganz viel von diesem Kram hier bekommen. Das ist ja. Oh Gott, das wird ja noch ewig dauern. Mein Tag war gut, bis mir einfiel, dass ich später noch zum Feuerwerkstand auf dem Maji-Markt gehen muss. Ich möchte diesen Weg wirklich nicht machen, wenn ich es vermeiden kann. Du könntest Najuma die Verantwortung überlassen. Ja, ich werde dich dort hinuntertragen. Ja, kein Problem. Alles in Ordnung, hört sich so doof an, jetzt so als Antwort darauf. Du könntest Najuma die Verantwortung überlassen. Nur weil ich es könnte, heißt das nicht, dass ich es auch sollte. Wenn ich zu Hause bliebe, würde sie mich sowieso nicht mehr loslassen. Sure. Ja. Das heißt was? Das ist aber nicht seine Freundin, oder? Hat er mich deswegen abgelehnt, als ich den hier angebaggert habe? Ich habe keine Ahnung. Ich blicke hier nicht mehr so ganz durch. Ich werde ewig Paliana-Single bleiben. Obwohl der EP ist ja auch hier drin. Also so schlimm ist es nicht. Wo ist sie denn jetzt? Ach, da. Oh, hallo. Heute ist es wirklich sehr heiß. Deshalb bin ich gerne unten in der Mine, wo es nett und kühl ist. Deine Beziehung hat sich geändert. Sehr schön. Ist aber wahrscheinlich immer noch auf 1, oder? Nehme ich mal an. Würde ich gerne mal wissen, weil das steht nämlich nie drin. Oder ich habe es immer übersehen, ich weiß es nicht. Ah, nee, ist auf
2. Blöde Frage eigentlich, ist immer noch auf 1. Natürlich ist sie dann auf 2 geändert. Was war jetzt mit ihm hier? Das ist immer noch auf 1. Oh, willst du? Wieso kann ich die Beziehung bei ihr viel schneller hochpushen, obwohl ich sie weniger sehe und viel weniger mit ihr gesprochen habe als mit ihm? Das sind die kleinen Mysterien in Palia. Ich habe bis heute noch nicht verstanden, warum überall an jeder Ecke diese Flieger sind. Die dann mal da rumfliegen und keiner hat eine Ahnung, wovon das eigentlich kommt. Ich mache dann selber immer Fotos mit der Kamera. Ich sollte mal so eine eigene Fotoserie aufmachen. Flieger im Palia oder sowas. Ja, ich lasse das jetzt einfach mal so stehen. Haben wir da noch irgendwas, was wir machen wollten? Wir haben Kartoffelknöpfe und Stoff. Ah ja, genau. Das könnten wir in der nächsten Folge machen, weil sonst wird das wirklich zu lang für diese Folge. Kartoffel, wenn ich sie denn ernten kann, ist kein Problem. Stoff müsste ich auch noch eins drin haben, also nicht im Inventar, in der Box. Und Knöpfe habe ich so eine Ahnung, wo ich die herbekomme. Und ansonsten, wenn ich jetzt gerade überlegen, kaufe Essen. Das hier habe ich immer wieder weggemacht, habe ich nicht mehr angepinnt, aber irgendwie, warum auch immer, kommt es immer wieder da rein. Ich verstehe nicht, warum ich das mit den Flyern eigentlich nicht machen kann. Ich kann die Leute nicht mehr drauf ansprechen wegen der Flyer. Das ist irgendwie ein bisschen seltsam. So, dann hefte ich das an. Dann haben wir das mit dem Stand noch drin. So, ihr Lieben, dann mache ich hier erstmal einen kleinen Cut und dann werde ich mal nach Hause gehen, erstmal meine Sachen wieder ein bisschen leeren und sortieren und so weiter. Und dann sehen wir uns für die Quest in der nächsten Folge wieder. Ich würde sagen, ja, nachmittags. Ab 18 Uhr ist das eine geöffnet. Na, dann können wir nämlich die Quest noch machen, beziehungsweise hoffentlich noch abgeben und so weiter. Und danach können wir dann nochmal versuchen, zu diesem Eventbereich zu gehen und zu gucken, was man da alles machen kann. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.